Mischgemüse, Mischgemüse. Jeden Tag laufe ich durch die Fußgängerzone und ich führe eine Strichliste, wie viele schöne Menschen ich sehe. Heute 4. 2 Frauen, ein Mann und mein eigener Bodykörper, der sich im Schaufenster spiegelt. Oft denke ich dabei an Kate, the Royal Duchess of Cambridge, die letzte Woche ihren Mitbürgern die Igelschnäuzchen zeigte. Das muss man nicht skandalisieren, ja, wenn der Royal Duchess of Cambridge die Igelschnäuzchen zeigt. Das eine mehr so ein vorsichtiger Taster, so ein vorsichtiges tastendes Schnüffelschnäuzchen. Das andere mehr so ein Wühler, so ein Waschbär, so ein kleiner Grizzlybär. Ja? Der klettert ja auf den Balkon und klaut dir die ganzen Pflanzen. Ja, der klingelt an deiner Tür, macht sich selbst auf, geht an den Kühlschrank, holt die Butter raus, Brot aus dem Schrank, die Nutella aus dem Schrank und schmiert sich selbst eine Nussschnitte. Ich kannte mal einen Italiener, der hieß Stefano. Dessen Vater hat bei Nutella, ja, bei Ferrero in Italien, hat er gearbeitet. Die hatten im Familiengarten, die hatten einen Haselnussstrauch. Und der Vater hat bei Nutella, war der zuständig, damit sich in den großen Pötten die Nutella umgerührt wird. Und dann hat er sich dabei das Bein gebrochen, beim Umrühren raus. Der eine mehr so ein Wühler, so ein kleiner Waschbär, so ein Biber, so ein kleiner Grizzlybär. Und der andere mehr so die matt gummierte Taste einer Fernbedienung, so ein Schneckenfühler, der sich so im Dunkeln durch den Wald tastet. Und dann, da habe ich geträumt letzte Nacht von, dass ich im Bett liege und von dem Wühler, ja, der Wühler, der mich so angräbt von der Seite, so ein Biber, so ein richtiger Waschbär, der mich so in die Seite, so in die Rippen reinkantet. Und der andere mehr so ein Schneckenfühler, so eine kleine Hundepfote, die so mir ins Gesicht patscht und mir sagt, hey, Meter, aufstehen, es ist 7:20 Uhr.